dass es erstmal nicht wichtig ist, auf welche Schule das Kind gehen wird, auf die Mittelschule, Realschule oder aufs Gymnasium. Hauptsache, die Kinder sind glücklich und zufrieden und sie werden dann schon ihren Weg finden. Sie checkt nicht, dass die Katzen nicht spielen wollen, dass sie Krallen haben. Boah, nee, so drin, so drin. Bella, was ist los mit dir? Löcher in den Hosen immer größer werden. Alessandro ist gerade von der Schule heimgekommen und hat mir sein Übertrittszeugnis gebracht. Meine Lieben, ein neues Follow Me Around. Yay! Wir müssen uns beeilen. Wir sind gerade angekommen und zwar an der neuen Schule von Alessandro. Also er hat heute einen Schnuppertag und Infoabend für die Eltern und zwar jetzt hier im Gymnasium. Und Alessi ist schon... Bist du aufgeregt? Ja. So ein bisschen ist er aufgeregt und deshalb wollen wir jetzt ganz schnell reingehen. Ich nehme euch wieder mit eine Runde hier in diesem Video. Ich hoffe, ihr freut euch und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein, oder Alessi? Ja. Okay, los geht's. Und da bin ich schon wieder, meine Lieben. Der Alessandro ist jetzt gerade bei einem Erlebnisunterricht oder irgendwie so. Also hat es Erlebnisunterricht geheißen? Wie hat denn das geheißen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls machen die jetzt was. Wir haben einen neuen Direktor, der hat einiges erklärt, aber ich musste jetzt los. Ich wurde nämlich angerufen und muss jetzt ganz schnell ins Büro. Ich habe jetzt noch den Moritz abgeholt mit seinem Kumpel vom Tennis und oh mein Gott. Ja, ich wäre jetzt natürlich gerne dabei geblieben, denn der hat einiges Neues erklärt zum G8 bzw. G9. Ich habe ja schon zwei Kinder auf diesem Gymnasium, die beide das G8 jetzt quasi machen. Der Max, der schreibt ja ein Abitur. Oh mein Gott, ist das aufregend. Jedenfalls wollte ich bei dieser wichtigen Info natürlich dabei sein, aber wie gesagt, ich muss jetzt ganz schnell ins Büro. Ja. Und dann fahre ich wieder zurück zum Gymnasium und hole den Alessandro dann ab. Ich hoffe, dass ich dann ungefähr noch eine halbe Stunde mitbekomme von diesem Infoabend. Das ist mein Leben. Real life. So, ihr Lieben, Termin war jetzt da und es war gerade so lustig, weil ich habe euch ja schon mal erzählt, dass hier gegenüber von meinem Büro ein Café ist, was mir jedes Mal zum Verhängnis wird. Jedenfalls habe ich wieder meine leckere Erdbeermascarpone geholt, so als kleine Nervennahrung, weil mein Tag heute schon super anstrengend war. Und ich wurde gerade angesprochen auf meine Hose. Ich zeige euch das mal. Und zwar, Hauptsache, ich habe voll den dicken Pulli an, ne? So, weil mir super kalt ist. Übrigens hat mein Mann mir schon meine Heizung angemacht. Sehr vorbildlich. Und jetzt schaut euch mal meine Hose an. Und der Mann gerade in dem Café, der schaut mich die ganze Zeit an und ich gucke so rüber, ich so, ist irgendwas, kann ich irgendwie helfen, ne? Hab dann so an mir runtergeschaut und er so, nee, er hat gerade nur seine Frau gefragt, ob denn die Löcher in den Hosen immer größer werden. Und ich so, ja, Hauptsache dicken Pulli an, ne? Weil mir kalt ist und dann so ein riesen Loch da. Naja, okay. Also, egal, wollte ich euch nur mal kurz erzählen. Ich esse jetzt meinen Kuchen und arbeite hier jetzt noch was und dann fahre ich wieder zurück zur Schule und beeil mich, aber ja, ich beeil mich. Aber die haben jetzt eh gerade diesen Unterricht, diesen Experimentierunterricht. Genau, da kann ich jetzt eh nicht weiterhelfen, da würde ich nur rumstehen. Also, bis später, wenn wir den Lessi holen. So, meine Lieben, ich habe jetzt den Alessandro abgeholt und ich habe sogar noch einiges vom Infoabend mitbekommen. Gott sei Dank, da bin ich total froh. Und ich glaube, dem Alessandro hat es Spaß gemacht. Er hat mir gerade schon ein bisschen was erzählt. Was hat dir am besten gefallen, mein Schatz? Wir haben so einen Papierflieger gefaltet, aber nicht so einen normalen, sondern so einen anderen, der kann dann besser fliegen. Ah, okay. Cool. Ach, das ist der, den du in der Hand hattest? Ja. Als ich, ja, genau. Den konnte ich nicht zu Ende ausmalen. Ja gut, die Zeit hat gefehlt, ne? Ja. Wie lange waren das jetzt? Also es war schon ganz schön lang der Tag jetzt. Wir laufen jetzt gerade noch eine Runde mit der Bella. Nur, dass ihr euch nicht wundert, ich habe mir jetzt eine dicke Jacke angezogen. Es ist so, so kalt. Sieht gar nicht so kalt aus, ne? Ja, ist dir auch so kalt? Ja. Boah, ich erfriere. Die Bella ist da vorne. Kann ich euch mal zeigen, wie schnuppert. Da ist die Bella. Und mir ist so kalt. Leute, wo bleibt die Sonne? Geht's euch auch so? Oh Gott. Naja, okay, es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also, dass man sich schlecht anzieht und kleidet. Deshalb habe ich mir jetzt meine dicke Jacke angezogen, aber ich bin eh so eine Frostbeule. Der Lessi, der war ja auch im Pool in der Autostadt. Wir waren ja in der Autostadt. Das habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Jedenfalls hatten die einen Außenpool, der war beheizt. Ja, man konnte sogar in den, wie heißt das andere, was du nimmst? Sauna und Fitness, meinst du das Fitnessstudio? Nee, der andere Plus. Ach so, ja, da war so ein, wie hieß denn das?
Mittelkanal. Der Mittelkanal. Da konnte man reinfassen und es war viel kälter. Sehr kalt. Und außen waren es, ich glaube, 8 Grad oder so. Also es war echt kalt und super windig. Aber der Pool war beheizt. Ja. Ich bin nicht rein. Ich war beim Luki oben im Zimmer. Dem ging es ja nicht so gut. Ich habe euch nur ganz kurz zugeschaut, ne? Dann bin ich schnell wieder hoch. Also mir war das definitiv zu kalt. Mich hätten da keine 10 Pferde reingebracht, ne? Im Sommer, schön bei 40 Grad, gehe ich auch mal ins Meer. Ich hasse es einfach, wenn meine Haare nass werden und ich friere dann immer so schnell. Ich schaue denen zu im Schwimmbad, das ist alles überhaupt kein Thema und ich kann auch schwimmen. Natürlich, ich bin am Meer aufgewachsen, aber irgendwie, ja. Aber ich gehe schon auch ins Wasser, ne? Wenn wir immer in so ganz große Schwimmbäder fahren, mache ich mir meine Haare so hoch. Was macht denn die da oben? Er sucht die Eichhörnchen oder was? Die liebt Eichhörnchen. Eichhörnchen. Die heißen ja nicht Eichhörnchen, sondern Eichhörnchen. Ich sag's immer voll übertrieben. Ja, und die will immer mit Katzen spielen, die Bella. Die checkt nicht, dass die Katzen nicht spielen wollen, dass sie Krallen haben. Boah, nee, drin, drin, drin. Bella, was ist los mit dir? Ja, jedenfalls war ich stehen geblieben bei meinen Haaren. Dann mache ich mir die schon hoch und dann gehe ich auch ins Wasser. Das ist ja überhaupt kein Thema. Aber ganz ehrlich, bis die trocken sind, ne, ich brauche eine Stunde. Und wenn ich dann in der Kälte so bin, so... Deshalb gehe ich nicht so gerne in Schwimmbäder, beziehungsweise ins Wasser. Ich muss ja in Schwimmbäder, wegen meiner Kinder. Ne, Lassie? Ja. Im Sommer gehen wir jeden Tag ins Freibad. Bevor die Mama zur Arbeit geht, ne? Ja. Naja, gut, meine Lieben. Also, so viel jetzt von unserem Ausflug in die Schule vom Lissandro. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt hier noch eine Runde. Ja, da ist ein Baum vom Sturm. Wartet, ich zeig's mal. Seht ihr das? Und der Lassie gerade, was ist das? Ja, jetzt seht ihr das besser. Schaut mal. Krass, boah, oder? Da hat es voll die Wurzel raus und ich laufe hier immer drüber. So. Krass, ne? Ja. Und manchmal rutsche ich sogar aus. Wenn ich der Steffi Sprachnachrichten drauf spreche, dann rutsche ich da schon mal aus. Naja, okay. Also wie gesagt, wir sehen uns später. Bis dann oder morgen. Tschüss. Okay, die Bella hat eine Katze entdeckt. Wie gesagt, die Bella will nur mit den Katzen spielen. Was soll ich machen? Katze ist eh schneller. Bella, komm. Oh, Lassie, erinnere mich mal dran, wir müssen die blauen Tonnen raustun mit Papier. Okay, ich kann es mir vielleicht merken, wenn ich meine Schuhe angucke. Ja, genau, mit deinen Schuhen. So, kommt sie jetzt. Bella! Bella, weißt du, die Katzen wollen einfach nicht mit dir spielen. Wann verstehst du das? Ha? Hat sogar einen Kamm gestellt, die Bella. Unglaublich. Die verliert gerade ihr Fell, also die hat Fellwechsel. Na, jetzt hat sie bald wieder ein ganz schönes Fell. Na, komm mal her. Na, komm mal her. So ist fein. So ist fein. Und mach mal feinen Sitz, Bella. Bella, feinen Sitz. So ist fein. Ja, du bist doch eine feine Bella, habe ich doch. So ist es fein. Ja, guten Morgen. Oh, Bella, ey. Du und die Katzen. Komm, wir gehen weiter. Na, komm. Der Lassie hilft mir jetzt, blaue Tonne rauszutun. Ja. Wie ist es bei euch? Trennt ihr auch euren Müll? Also die blaue Tonne ist bei uns für Papiermüll. Habt ihr das auch? Habt ihr auch so eine Mülltrennung? Weil bei meiner Freundin, da war ich sehr erschrocken. Die hat alles in eine Tonne geworfen. Also Glas, Dosen, Papier, Plastik, alles. Die haben keine Trennung. Das finde ich ein bisschen schade, weil wir trennen hier echt alles. Jeden Fitzel von der Spülmaschine sogar, dieses Plastik, das kommt in den gelben Sack. Ich glaube, wie die Oma sogar da mal da war, da hat sie irgendwas in die falsche Tonne getan. Und dann hat der Papa es in die richtige getan. Ja, mein Mann ist da total pingelig. Ey, der ist da so penibel. Und meine Mutter guckt mich so an, so. Ich so, ja, es hat halt alles seine Ordnung hier. In Italien trennen auch die wenigsten. Wobei jetzt im Ort meiner Mutter, also meiner Eltern, haben sie das auch eingeführt. Ne? Aber in Italien sehen die das nicht so eng. Okay, also wir sind jetzt angekommen und ich muss jetzt die blaue Tonne raustun. Ja. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Blaue Tonne ist draußen. Die Bella geht nicht aus dem Weg und lässt mich nicht durch. Bella, lässt du mich mal durch vielleicht? Ja? Okay. Ich wasche mir jetzt die Hände, der Lassie auch. Und dann bereiten wir Abendbrot vor. Ne, Bella? Also wie gesagt, das interessiert mich wirklich. Schreibt mir das sehr, sehr gerne mal, ob ihr bei euch auch den Müll trennt. Wie wir. Wie wir. Es ist schon wichtig, ne?
Aber meine Freundin hat damals gesagt, naja, es macht keiner und es wird dann auch alles irgendwie zusammen wieder geschüttet und ja, schade. Ja. Ne? Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da freue ich mich wirklich, es interessiert mich. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Kinder habt, die jetzt auch einen Übertritt in die nächste Schule haben im September. Das wird uns auch interessieren, ne? Oder falls ihr keine Kinder habt, wie das bei euch so war. Wart ihr aufgeregt? Wie war das? Erzählt mir das. Also der Lassie ist schon aufgeregt, ne? Ja. Und das ist dann unser letztes Kind, das aus der Grundschule geworfen wird. Ja. Wir haben nämlich so ein Ritual bei uns in der Grundschule. Wollen wir weiter hoch, Schatz? Ja, und da werden ja so Matratzen hingelegt und da ist so ein Trampolin. Und die Kinder rennen raus aus der Schule. Und ne, springen aufs Trampolin und dann kann man irgendwas machen. Ja, ja, auf diese Matratze. Also da liegen ja große Matratzen, ne? Ja. Was möchtest du machen? Ein Auerbach. Lassie möchte einen Auerbach machen. Genau. Und was bedeutet das für die, die es nicht wissen? Ich wusste es nämlich auch nicht, was ein Auerbach ist. Dass man rennt und dann den Rückwärtssalto macht. Also eigentlich stellt man sich zum Beispiel beim Einser an die Kante. Okay. Und beim Auerbach rennt man einfach nur zu und dann, dann dreht man sich. Rückwärts? Ja. Oh Gott. Und das willst du machen? Ja. Oh Gott, ich heul dann eh schon die ganze Zeit, weil du dann kein Grundschüler mehr bist. Dann bin ich ja aufgeregt. Du kannst es, ne? Ja. Du bist immer auf dem Trampolin. Ganz fleißig. Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid. Und wie gesagt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, dass wir da ein bisschen einen Austausch haben. Ihr wisst ja so viel über uns, aber ich weiß kaum was über euch. So, und jetzt gehen wir in die Küche und bereiten Abendbrot vor. Ja. Das ist nämlich schon dunkel. Na Bella, hilfst du uns? Hilfst du uns ein bisschen? Und schaut mal, der Lassie hat hier, ich kann euch das mal zeigen, wenn ich hier rüber gehe. Sandro hat hier, ach Bella, hör auf, sonst wackelt die Kamera. Ja genau, geh voll hier ins Bild. Willst du mal im Mittelpunkt sein, ja? Der Lassie hat hier seine ganzen Bälle mal hingelegt, weil er sie fotografiert hat. Ne, Lassie? Sogar noch die Eier von Ostern. Die Kinder haben das noch nicht gegessen, aber der Luki hat heute gesagt, Mama, wann essen wir eigentlich die Ostereier? Ja, esst halt. Da liegen sie, ihr könnt sie doch essen. Mhm. Ne? Da sind sie, die ganzen Bälle. Und mein Maybelline-Koffer ist denn. Und natürlich die Luftpumpe. Ja, muss ich sagen. Die steht da immer. Ne, zwei. Ach, zwei sind das. Ach Gott. Ach, da hinten ist auch noch ein Ball. Ja, passt. Haben wir hier einen Sportplatz oder was? Ja, Bella. Da ist ein Sportplatz, ne? Und die Bella schnappt sich manchmal die Bälle. Die schnappt sie sich so. Nein, bisher nur die. Und dann schimpft der Lassie natürlich immer, ne? Ganz klar. Nein, der Lassie ist ja so ballverrückt. Hier noch nicht. Nur welche? Die. Oh, da darfst du auch auf gar keinen Fall reinbeißen. Oh. Aber ich von der Tara in Frankfurt, glaube ich, geschickt. Von der Tara! Ja. Oh, zeig den mal, den du von der Tara bekommen hast. Von der Tamtam Beauty, die kennt ihr ja bestimmt. Meine Freundin, die Tara. Da waren wir in Frankfurt und dann hat sie dem Lissandro den Ball gekauft und dem Luki aber auch, ne? Ja. Euch beiden, bei Adidas. Voll lieb von der Tara. Tara, liebe Grüße an dich. Okay, also, lass uns Abendbrot machen. Ja. Hände waschen. Ich habe Hunger. Und mir war voll kalt. Lass uns noch einen Tee machen. Ja. Ja, es war heute wirklich wieder ein anstrengender Tag. Aber gut, so ist es halt. Das Leben mit vier Kindern. Okay, also wir gehen in die Küche und ich würde sagen, wir sehen uns. Ich glaube, das wird ein ultra langer Vlog. Ja. Na, Lassie. Und das Licht ist so schlecht. Ja. Weil es so dunkel schon draußen ist. Naja, ist egal. Bella, was riechst du? Riechst du eine Katze oder was? Ach, jetzt kann ich euch auch mal die Hose zeigen. Wartet, ich zeige euch mal die Hose. Voll süß. Schaut mal, der Lassie hat jetzt eine Softbox hingestellt. Oh mein Gott, ich muss diesen Spiegel putzen. Okay. Das ist die Hose. Und da hat der Mann sich in dem Café total gewundert. Naja, verständlich, würde ich sagen. Verständlicherweise. Ne, Lassie? Ja. Okay, aber mir gefällt sie. Ich habe sie euch ja in meinem Fashion Haul gezeigt und der Pulli, ja, den habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Ja, der ist abnormal, dieser Pulli, aber ich liebe ihn. Okay, also, jetzt aber wirklich ab in die Küche und Abendbrot machen, ne Bella? Hm, sobald die essen hört, wird die total wahnsinnig. Ne Bella? Ne Lassie? Bin schon durcheinander. Okay, also ich muss jetzt Abendbrot machen. Bis später. Ich habe jetzt einfach nur die Nudeln von heute Mittag nochmal in der Pfanne warm gemacht. Die
Die Tomatensauce, die hat super lang heute Morgen geköchelt. Ihr wisst, ich mag das dann. Und die Tomatensauce meiner Mama ist ja leider leer. Aber im Sommer bekomme ich wieder ganz viel Tomatensauce. Ne, Lassie, da freust du dich. Und ich habe frischen Parmesankäse natürlich drüber gerieben. Da haben mich auch super viele gefragt auf Snapchat, welche Reibe ich denn habe. Und zwar ist es diese hier. Ich habe die jetzt einfach mal mit hierher genommen. Und zwar ist die von WMF. Die habe ich schon viele Jahre, also bestimmt 6-7 Jahre. Und schaut mal, die sieht noch top aus. Die haue ich auch ganz oft in die Spülmaschine. Das ist überhaupt kein Thema. Und spüle sie natürlich auch mit der Hand. Und ja, also wie gesagt, nichts Großartiges. Ich nehme dann immer diese Seite hier. Ja. Die nehme ich am liebsten, ne Lassie? Ja. Und auch für Karotten nehme ich immer diese Seite. Die mag ich gar nicht. Die nimmt zum Beispiel immer meine Mama. Und ja, die ist auch gut. Da könnt ihr zum Beispiel auch schön Gurken raspeln. Zum Beispiel. Ja, oder die hier halt für Gurken. Genau. Wenn ich Gurkensalat mache, dann nehme ich die Seite. So, okay. Genug von der Raspel hier. Also ist keine Produktplatzierung. Ne? Das habe ich mir auch selbst gekauft, das Teilchen. Und ich wollte es euch jetzt nur sagen, weil mich so viele danach gefragt haben. Ja. So, Lassie, lass dir schmecken. Danke. Und ich habe jetzt hier noch die Probe, die ich unterschreiben muss. Ne, Lassie? Wollte ich euch auch mal zeigen. Mathe. Achso, du hast volle Punktzahl. Ah ja, okay, siehste, habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ich achte eher auf diese Zahl hier, mein Schatz. Okay, das muss ich jetzt noch schnell unterschreiben. Leg's dann in die Mappe von meinem Schatz. Und dann ist das auch schon mal erledigt. Ja. Die haben ja jetzt im Moment, wie nennt sich das, mein Schatz? Was ihr jetzt habt bei Mathe? Schriftliches Dividieren. Oh. Am Anfang habe ich es überhaupt nicht gecheckt. Aber ja, aber jetzt kannst du es nicht. Erklärt. Ja, ja. Und ich habe es dir auch erklärt. Ja. Mittags, ne? Auf YouTube kann man es auch sehr gut nachschauen. Ja. Stimmt, du hast ja heute Mittag auch nochmal auf YouTube was angeschaut. Ja, weil genau. Ich bin nicht sicher war. Ja, ja. Aber es ist auch wirklich schwierig, muss man dazu sagen. Er hat auch gesagt, das ist eigentlich das schwierigste schriftliche. Dividieren. Ja, das ist eigentlich das schwierigste schriftliche. Ja. Ach, das schriftliche, ja. Weil die holen sich jetzt immer die Zahlen von vorne. Ja. Ne? Können wir euch ja dann mal morgen zeigen. Jetzt essen wir aber erstmal, mein Schatz, vor lauter Quatscherei, werden deine leckeren Nudeln kalt. Also, während die Kinder jetzt zu Abend essen, kann ich euch ganz kurz mal dieses schriftliche Dividieren zeigen. Ja, was der Alessandro jetzt gerade lernt, ganz, ganz neu. Ich glaube, gestern haben sie das zum ersten Mal gemacht. Mhm. Ein bisschen ungewohnt, also ich habe das ja ganz anders gelernt, wahrscheinlich. Manche von euch auch. Viele kennen es wahrscheinlich, diese neue Art, ganz klar. Wenn man weiß, wie es geht, ist es super einfach. Natürlich wie alles wahrscheinlich, ne, in der Mathematik. Also ich kann es euch ganz kurz zeigen. Und zwar ist es so, dass man einfach schaut, wie oft geht die 4 in die 5. Natürlich einmal. Also 1 mal 4 ist 4. Und dann schreibt man sich den Rest hin. Also man hat einen Rest von 1 und dann muss man sich die 6 runterziehen. Natürlich, weil die 1 kann man da ja nicht teilen. Also dann macht man 16 geteilt durch 4 ist natürlich 4. 4 mal 4 ist 16. Dann schreibt man sich das da hier drunter. Und dann zieht man sich die 8 runter. Und dann schaut man, wie oft geht die 4 in die 8. Natürlich zweimal. Dann schreibt man sich die 8 wieder hin. Dann hat man einen Rest von 0. Und dann ist natürlich ganz klar 142 das Ergebnis. Wir machen dann immer die Umkehraufgabe, der Alessandro und ich. Ja. 142 mal 4 ist 568. Ja. So hat Alessandro das jetzt. Wann hast du es gelernt? Vorgestern oder gestern? Ich bin mir jetzt gar nicht gestern. Mehr sicher. Und die Hälfte der Klasse hat nochmal gefragt, wie es geht, weil ihr das nicht gecheckt hat. Ja, ist auch echt schwierig, mein Schatz. Ja. Ist wirklich schwierig. Aber jetzt kann er's. Übung macht den Meister, sage ich ja immer, ne? Ja. Okay, also lasst es euch weiterhin schmecken, meine Kinder. Und also. Dann ja, sehen wir uns später. Meine Lieben, da sind wir wieder. Der Alessandro ist gerade von der Schule heimgekommen und hat mir sein Übertrittszeugnis gebracht. Er ist, glaube ich, ganz, ganz stolz auf seine Noten. Ich bin stolz auf das, was der Lehrer geschrieben hat, nämlich, dass der Alessandro keine Mühe hatte, sich in der Klassengemeinschaft einzufügen und dass er sich zuverlässig und hilfsbereit verhalten hat. Das ist für mich immer das Allerschönste. Das ist für mich mein Lohn. Und glaubt mir, also ich bin der Meinung, dass erstmal nicht wichtig ist, auf welche Schule das Kind gehen wird, auf die Mittelschule,
Mittelschule, Realschule oder aufs Gymnasium. Hauptsache, die Kinder sind glücklich und zufrieden und sie werden dann schon ihren Weg finden. Ich meine, mir ist klar, wir Eltern wollen nur das Beste für unsere Kinder, aber viele denken, dass das Gymnasium einfach immer nur das Beste ist. Glaubt mir, wir brauchen nicht nur Studierte, wir brauchen auch Handwerker. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass viele Eltern mal von dieser Schiene einfach wegkommen und ihre Kinder nicht mehr unter Druck setzen, beziehungsweise sich selbst unter Druck setzen. Also mit meinen 4 Kindern, glaubt mir, ich habe schon einige Elternabende hinter mir und ich sehe einfach diese verbissenen Blicke und immer nur Gymnasium im Blick und so weiter. Aber das ist nicht alles, weil heutzutage können die Kinder wirklich auch noch anders aufsteigen. Also dann mit der FOS zum Beispiel oder. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten mit dem M-Zweig und so weiter. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen, wenn ihr euch mit dem Thema Übertritt beschäftigt habt. Alessandro wird aufs Gymnasium gehen. Er hat gute Noten, aber wie gesagt, ich bin eher die gechillte Mutter. Also selbst wenn es jetzt nicht mehr so gut laufen würde, würde ich mein Kind nicht unter Druck setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Glaubt mir, aus unseren Kindern wird allemal was, mit Sicherheit. Ja. Ne? Und du bist auch stolz auf dein Zeugnis, oder? Ja. Ja, ne? Bist ganz glücklich. Das ist schon komisch. Der Max, der schreibt morgen seine erste Abi-Prüfung. Der geht dann quasi vom Gymnasium und der Alessandro, der kommt. Das ist schon irgendwie witzig, ne? Ja. Naja, okay, meine Lieben. Also, ich habe viel geredet heute in diesem Video. Habe ein bisschen meine Meinung gesagt und habe euch wieder mitgenommen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ja, ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr bei den letzten Videos mal vorbeischaut und wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut! Tschüss! Tschüss.